Er ist vielleicht die größte Überraschung dieser Australian Open. Arthur Cassot, die 122 der Welt, per Wildcard ins Hauptfeld gekommen und mittlerweile in den Fokus gespielt. In Runde 2 besiegt er mit Becker-Schützling Holger Rune die 8 der Welt, das Aus erst im Achtelfinale gegen Hubert Hurkacz. Mit 3 Jahren beginnt er den Tennissport gegen eine Wand. Im Jugendbereich ist er einer der besten und fittesten Nachwuchsspieler, pulverisiert französische Rekorde in Leistungstests. Ein Bewegungstalent, das in der Folge vor allem mit Verletzungen zu kämpfen hat, ohne die er vielleicht jetzt schon unter den Top 10 der Welt zu sehen wäre. Mit 21 ist Lacasse, wie er genannt wird, auf dem Weg dorthin, wo er vielleicht hingehört, wird nach dem ersten Grand Slam des Jahres in die Top 100 einziehen. Und die nächsten großen Turniere, unter anderem auch mit dem Heimspiel bei Roland Garros in Frankreich, warten bereits. Mit einem verletzungsfreien Arthur Cassot ist in diesem Tennisjahr auf jeden Fall zu rechnen.